Guten Morgen. Ich bin heute Morgen solo unterwegs. Ich will das erste Mal dieses Jahr auf meinen Hausberg hoch, auf den Merkur. 20 nach 9. Oh ja, das ist nicht schlecht. Ich weiß es nicht, da ich heute das erste Mal wieder hochfahre, inwieweit ich soweit fit bin. So, jetzt noch einmal von Angesicht zu Angesicht. Also hier beginnen wir gleich mit 7% Steigung. Halleluja. 13% Steigung waren das eben. Und es geht so, ja, zwischen 9% und 12% geht es hier weiter. Nicht schlecht. Das erste Zehntel habe ich erreicht. Jetzt Kreuzung. Also von dahinter bin ich gekommen. Jetzt geht es in die Richtung weiter, Richtung Brünnele. Jetzt kommen wir gleich in die nächste Kreuzung im Kuppenheimer Wald. Und da müssen wir jetzt dann rechts ab. Und dann ist auf der linken Seite gleich das sogenannte Brünnele. Grillplatz. Und der namensgebende Brunnen. Ja, hier ist der Grillplatz. Und da drüber sehen wir ganz, ja, der Brunnen, der fließt gar nicht heute. 9% Steigung, 10%. Ja, schön. 11%. Die nächsten Prozente. 8%. 8%. Es geht. Wenn auch mit schmerzverzerrtem Gesicht. Aber es geht. So, hier haben wir die erste Hütte. Ja. Hier die erste Hütte am Wegesrand. Ja, das ist die Kreuzung. Wir halten uns hier rechts. Wenn wir hier entlang fahren würden, kämen wir zum Unimog-Museum in Bad Rotenfels. Aber wir gehen hier weiter, geht erstmal ein Stückchen runter. Und dann auf der anderen Seite noch mehr hochzugehen. Mal gucken, ob ich heute wieder ein besonderes Erlebnis habe. Weil hier sind wir auch schon mal Wildschweine über den Weg huscht um die Uhrzeit. Ja, schauen wir mal. Aber ich glaube, vielleicht sind die vertrieben durch die Holzfällarbeiter, die da waren. Man weiß es nicht. Die nächste Steigung erwartet uns hier. Jo. Oh, ist nicht so wild.
lässt sich noch im Eco bewältigen. Ja. Und jetzt geht es nochmal bergab. Wie sagt der Jürgen immer, wo es aufgeht, geht es auch wieder runter. Oder umgekehrt. Ja. Okay. Nee, den ganz steilen gebe ich mir heute Morgen noch nicht. Der ist pervers steil, da links eben. Wir nehmen den hier. Der ist nicht ganz so steil, dafür länger. Ja, muss schon ganz schön regeln hier. Ganz schön. Halleluja. Mann, Leute, macht es Spaß. Nachdem gestern die Ele und ich mit unserer SUVs unterwegs waren, ja, macht es heute so richtig Spaß, durch den Wald zu bretteln hier. Ah, kein Asphalt. Ah, prima. Und wieder geht's hoch. Ah, schön. Wie so ein Intervalltraining hier. Mal rauf, mal runter. Schön. Ich finde es echt klasse. Ja, ich freue mich. Schönes. Ein bisschen Schilder-Sightseeing. Also wenn ich hier links weiterfahre, komme ich zum Luisenbrunnen, zur Ruine Ebersternburg, zur Wolfsschlucht. Da will ich also erst mal hin. Hier sind ganz alte, also auch die Bikeschaukel drauf, unter die sogenannte Bikeschaukel, ausgewiesene Wege für die Mountainbiker. Ja, gehöre ich heute auch dazu. Dann wollen wir weitergehen. Es ist einfach immer schön, hier durch den Wald zu fahren am frühen Morgen, noch dazu an einem Samstag, früher Samstagmorgen. Und einfach die Ruhe genießen, die Stille, die Vögel wollen rumzwitschern. Kaum Menschen unterwegs. Also ich habe jetzt zwei habe ich überholt. Einer mit seinem Hund, so ein ganz unfreundlicher Mensch. Und eben einer, der ist gejoggt. Sag ich mal. Ja, aber sonst war da außer mir noch niemand zu sehen. Jetzt mal wieder ein bisschen hoch. Das ist nur der Vorgeschmack, da vorne wird es noch ein bisschen steiler. Ah, schön. Hat sich nichts verändert seit letztem Jahr. Nein. Klasse. Wir sind jetzt hier 290 Meter über Meeresspiegel und gekommen bin ich aus Kuppenheim. Kuppenheim liegt auf 125 Meter Höhe. Könnt ihr euch jetzt ausrechnen, wie viele Höhenmeter ich schon gemacht habe, seit ich losgefahren bin. Das ist noch gar nicht so lange her. Auf dem Stück hier, also ich fahre nach unten, kam mir jetzt ein Gravelbiker entgegen, also völlig ohne Motor. Der hat es ganz locker, guten Morgen, wie geht's, legfett. Na gut, diese lockere Zeit habe ich hinter mir. Der war auch bestimmt 3 Jahre jünger wie ich. Okay, weiter geht's. Ich bin jetzt im Einrollen auf die größte Herausforderung heute Morgen. Da geht es da vorne dann rechts ab. Auf ein richtiger Single Trail. Ich hoffe, es kommt mir niemand entgegen.
aber da hat es am obersten Punkt 21%. Mein Lieber, da muss ich kämpfen. Und da haben sie, da das ganze Wasser den Berg runterläuft, sind da ein Haufen Rille. Und ich bin mal echt gespannt. Lassen wir uns überraschen. 3, 2 und Eureka. Jetzt sind wir auf dem 21er Trail. Also hier, wo es bis zu 21% hat. Ich kann das schlecht nach hinten filmen jetzt. Sorry. Das ist schon ziemlich heftig. Im Moment geht es noch, aber da vorne seht ihr schon. Jetzt geht es gleich rund. Es waren jetzt nur 6 oder 7%. Jetzt geht's los. Schauen wir mal. Ja. Runterschalten. Noch mehr runterschalten. Ja. Jetzt wahrscheinlich jault jetzt mein Motor. Bin ehrlich, ich habe jetzt die Unterstützungsstufe mal ein bisschen hoch. Da stehe ich bald. So, nach vorne kommt jetzt nochmal so ein Loch. Beziehungsweise ein steiles Stück. Jetzt wird es lustig. Jetzt hat er. Jetzt sind wir bei 21. Das Leben klingt bitter. So. So. Damit ihr das mal seht. Habe ich mal kurz angehalten. Dahinter bin ich hochgekommen. Das waren 21%. So, jetzt geht es da vorne noch mal ein Stück, aber das ist nicht so tragisch. Der Rest vom Fest. Wunderbar. Wunderbar. Ach, dafür wäre ich belohnt. Mit einem ganz tollen Ausblick. Hier. Ja, da vorne sind wir hochgekommen. Und jetzt geht es eigentlich relativ flach weiter. Hallo, Wolfsschlucht. Ja. Verbindung zwischen Murgtal und Baden-Baden. Hier sogenannte Wolfsschlucht. Ja. Dahinter ist Murgtal. Da unten. Und da vorne, wo es runtergeht, kommt man dann nach Baden-Baden. Jetzt drängt es wieder nach oben. Nach oben. Ja. Aber es ist nicht so steil hier. 6%. Schätze ich mal. Ja, 6%. 6%. Nach dem Training ein Stück weiter runter ist das kein Problem. Dann schaffst du die 6%. Mein Motor jault mehr wie ich. Na gut. Hat jetzt auch, geht jetzt ins 9. Jahr. Ich weiß nicht, wie viele Zehntausende von Kilometern der schon hinter sich hat. Und für das schlägt er sich gut. Akkumanagement ist auch okay. Kann ich mich auch nicht beschweren. Ist ja nur ein 500er Akku. Ach,
läuft wunderbar. Ja, dann mache ich jetzt mal ein paar Meter. Yeah. Klasse. Schön. Einfach toll. So. Jetzt queren wir zum ersten Mal die Bahn, die zum Merkur hochführt. Muss ich euch zeigen, halte ich kurz an. Kommt von hier hoch und da fährt hier vollends die Merkur. Dann wisst ihr, was für ein Stück ich noch vor mir habe. So, jetzt sind wir bei der Binsenvasenhütte. Die ist da drüber. Wenn ich nachher noch kurz reinschaue. Jetzt fahren wir erstmal hier hoch. Ah, ja. Ich fahre heute mal diesen Weg. Freundlichen Gruß an einen Herrn RW aus K. Normalerweise ist ja hier für die Biker gesperrt. Da ist auch schon heftig hier. Naja. Aber dafür muss man nicht ganz um den Berg rumfahren. Geht's halt direkt ab. Voilà. Der hat auch seine Prozente. 15.15. Ah ja. Es geht. Es geht. Wir sind gleich oben. 16%. Uhu. Und dann noch ein Stück. Sehen. 18. Ja, ja. Na ja, bis gleich. 18. 1. Schild. Dürfte der Weg zu Ende sein hier. Huhu. Ja. Vielen Dank, Roland. Jetzt habe ich den auch mal wieder gemacht. Schön war's. Wenn wir hier den Weg hochgekommen. So. Würde dann da unten irgendwo entlang hier enden. Aber stattdessen kamen wir hier hoch. Naja. Und jetzt geht es hier weiter. Aber das nennt sich übrigens Fuchsweg. Aha. Ich werde den umbenennen in Schneckeweg. Weil, also mit dem Biobike wollte ich den jetzt eigentlich nicht hochfahren. Ich glaube, dann ist nicht nur der Schneckenweg, sondern der Schiebeweg. Aber vielleicht sieht jemand das Video und ist da schon mit dem Biobike hochgefahren. Ach, ist das schön. Jetzt haben wir die letzten Meter hier noch. Dann kommen wir an die Aussichtsplattform am Merkur. Hier sind auch die ganzen Drachenflieger und die Restauration. Gottlob ist da jetzt noch nicht viel los. Normalerweise wimmelt es hier von Tagesausflüglern. Ist richtig schön. Habe ich das Stück auch mal für mich alleine. Ach, ja.
Ja, jetzt müssen wir mal schauen, ob sich da vorne was tut. Aber die Aussicht von dort, die gönne ich euch auf jeden Fall. Genießen und schweigen. Mein Schimpanse und ich, wir sind jetzt hier oben. Herrlich. So, wir fahren jetzt wieder nach unten. Lasse jetzt wieder hier, weil es wird mir schon wieder zu voll. So, noch mal einen Blick. Mal einen Blick nach vorne. Ja. Let's fets. So, den Fuchsweg, den schenke ich mir jetzt. Also der steile Teil, wo wir dann vorhin hochgekommen sind. Wir fahren jetzt hier weiter, dann kann ich euch auch noch die andere Aussicht zeigen. Da war ich eben. Und da will ich hin. Weg hier und wir fahren jetzt davor zur Binsen-Vasenhütte. Ja, schauen wir mal, wie es da drin aussieht heute. Ja, wie immer. Ja, ah, du kannst nirgends sein, sofort kommt jemand und gehen wir auch gleich wieder raus. Da oben war ich eben. Oh.
Das ist jetzt auch mal raffinierte Sitzgelegenheit hier. Hm? Raffiniert. Aus Holz. Ja. Und laut auch so schnell keiner. Dürfte etwas schwer sein hier. Klasse. Und da stimmt meine Sitzgelegenheit. Verdreckt und versifft. Sollten wir auch mal wieder ein bisschen putzen. Hm? Guck mal. Boah. Naja. Ich sag mal, artgerechte Haltung. So, jetzt geht's Richtung Baden-Baden. Also erstmal geht's Richtung Wald. Ein grüner Wald. So macht das Spaß. Ach, macht das Spaß. Kolossal. Hat sogar 18%. Schade. Würde ich gern zeigen, aber da lasse ich jetzt lieber mal beide Hände am Lenker hier und kommentiere das von meinem Sitz aus. Ja, bin gespannt, wie die GoPro das wieder wegbügelt, diese ganze Wacklerei. Und da geht es schon ziemlich zur Sache hier. So sieht das hier aus. Hier so weiter, wobei es hier jetzt schon wieder flach ist. Kaum habe ich es gesagt, geht es wieder nach unten. Ich hoffe, na, es kommt wieder nicht raus. Man sieht es wieder nicht, egal. Versenkbare Sattelstütze demonstrieren. Falls ich das jetzt mit einer Hand so im Schräge, ich glaube so. Na, so. So, na so, mach so. So, Achtung, machen wir hier das Knöpfchen. Hier. Und dann. Fupp. Feine Erfindung. Fein, fein, fein. Das ist einfach eine feine Sache. Dazu noch eine gescheite Dämpfung. In dem Fall hier Federgabel und der Dämpfer von Fox. Keine Werbung, selber bezahlt. Ja, und dann, ich glaube, ich fahre ich. Ne? Fahre ich hier oder fahre ich nicht hier? Was meint ihr? Wenn ich hier fahre. Ich ahne, wo ich rauskomme. Da fahre ich hier. Okay. Schön. Ja, ja. Klasse. Ja, doch. Es geht. Es geht. Ja, ist ja schön weich hier. Falls es mich hinlegt. Aber wenn die mit ihrer dicken Geräte da durchkommen, komme ich da auch durch. Klasse. Und geschottelt und hoppelt und piddelt und daddelt. Ja, da fahren wir, kommen wir wieder raus. Oho. Oho. Oh, yeah.
klasse. Hoppa. Cool, ja. Der geht. Yippie. Stopp. Jetzt muss ich euch mal zeigen, wo ich daher gekommen bin. Echt klasse. Macht Spaß. Noch ein bisschen. Na ja, gut. Die ganzen Höhenmeter müssen wir ja auch wieder runter. Ne? Wie der Jürgen sagt. Wo es rauf geht, da geht es auch wieder runter. Und hier geht es runter. Definitiv. Ich bin wie gespannt, oh, wie dieses Wackelvideo wohl aussieht. Mal Richtung Straße runter. Am Müllenbach sind wir hier. Gehört zu Baden-Baden. Ach, ist das schön hier. Leute, Leute. Ist das schön. So wie man sich das vorstellt. Schaut euch diese Gegend an. Vorne an der Kreuzung links geht es dann wieder Richtung Murgtal, Richtung Vorbach und Rote Lache. Forellenzucht ist rechts von uns, gab es auch mal eine ganze Serie. Und wir nähern uns in großen Schritten Baden-Baden. Im Stadtteil Oberbeuern. Stadt Baden-Baden. Ja, das war eine tolle Abfahrt vom Merkur. Ja, ja. Schön. Jetzt befinden wir uns gleich im Ortsteil Lichtental. Das Eck hier, da oben hat der Toni Marshall gewohnt, irgendwo. Goldenmüllerstraße. Ja. Der Kreisel ist mir auch neu. Links geht es in der Tunnel, vor uns ist die russisch-orthodoxe Kirche. Ja, jetzt nähern wir uns der Stadtmitte von Baden-Baden. Da war das Kino. Da war das Kino.
quält durch die Innenstadt. Das war jetzt eigentlich schon so die Innenstadt von Baden-Baden. Ich hoffe, ihr wart bisher zufrieden mit dem, was ihr gesehen habt hier von unserem Wald. Und überhaupt das bisschen durch Baden-Baden durch. Ach ja, noch was. Ich habe 806 Höhenmeter bei 33, 34 Kilometer. Nicht schlecht für einen Anfang. Ciao. Ja, soweit zur heutigen Tour. Ich bin voll und ganz zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. War schön. Ich mache mich jetzt auf die letzten Kilometer heim. Und ja, ich wünsche euch was. Vor allem schönes Wetter und geht raus. Badische Grüße.